Hey meine Lieben, wie ihr seht, wie der Name auch schon sagt, mache ich heute ein Video über Konturen und Highlighten. Ich habe jetzt hier die eine Seite, Gott, ich hoffe, ihr könnt es sehen, die eine Seite ist jetzt hier schon fertig, die andere Seite nicht, die lasse ich auch so, damit man das dann auch nochmal sieht und damit ich auch noch ein Bild davon machen kann. So sieht das auf jeden Fall aus, ich hoffe, ihr seht das. Also hier ist auf jeden Fall die Nase schon schattiert. Sag ich mal, wir arbeiten ja eigentlich mit Licht und Schatten, nicht? Wir highlighten, was hell ist, also Licht, sage ich jetzt mal. Und Schattierungen, dass es einfach Tiefe bewirkt sein soll. Soll Tiefe sein. Tiefe bewirken. Es soll tief aussehen. Ja, auf jeden Fall habe ich hier die Seiten. Dann hier an der Wange sieht man das eigentlich recht schön. Hier unten an einem Kinn dann auch noch. Das war es eigentlich auch schon. Also bei der einen Seite ist nichts. Da habe ich jetzt gar nichts gemacht. Bei der anderen Seite ist eigentlich alles neu gemacht worden. Ich habe sogar Wangenknochen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wir sehen uns nach dem Video dann nochmal. Bis dann. Zuerst fange ich mit einem Concealer an. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Concealer schon auf meinem Nasenrücken, auf meiner Stirn und Kinnpartie und unter den Augen mit auf der Wangenpartie aufgetragen. Das arbeite ich jetzt auch nur noch mit den Fingern schön in die Haut hinein. Wenn wir das haben, nehme ich ein Konturpuder. Dieses Konturpuder habe ich momentan von Soeva bestellt. Es ist ein bisschen härter und für diesen Look eigentlich perfekt, weil ich euch wirklich zeigen möchte, wie doll man das dann verändern könnte, wenn man denn möchte. Dieses Konturpuder trage ich jetzt unter meinem Wangenknochen auf, an meiner Schläfe und an meinem Kieferpartie. Also wirklich schön am Kiefer, unterm Kinn gehe ich auch nochmal entlang, um wirklich schön Schatten bilden zu können. Wenn ihr eine hohe Stirn haben solltet, könnt ihr auch nochmal an der Stirn entlang des Haaransatzes entlang gehen, um sie optisch ein bisschen kleiner wirken zu lassen. Weiter geht's mit der Nase. Da ich ja wirklich nur auf der einen Gesichtshälfte arbeite, sieht das danach wahrscheinlich ein wenig seltsam aus. Aber wie ihr sehen könnt, trage ich wirklich viel auf, denn ich möchte jetzt bewirken, dass meine Nase lang wirkt. Also wirklich schön schmal und lang. Obwohl ich sehr viel von diesem Konturpuder benutze, probiere ich den Übergang doch noch ein wenig weich wirken zu lassen. Auch wenn es in dem Fall natürlich jetzt dieser Extremfall gewollt ist. Mein Tipp hierbei ist auch, bei den Augenbrauen, ihr müsst die Augenbrauen wirklich reinmalen. Weil eure Nase wird nicht schmal aussehen, wenn die Augenbraue in der Mitte des Auges anfängt. Weiter geht's mit dem hellen Konturpuder. Da gibt es einmal einen Roséton, dann einen Hautfarbenton und einen weißen. Hier habe ich alle drei ein wenig miteinander vermischt. Das trage ich jetzt auf den obersten Punkt meiner Wange auf, an meinem Kinn, was auch ziemlich wichtig ist und das vergessen viele. Das Kinn steht auch weiter draußen. Und an der unteren Seite von dem Kinn, unter dem Wangenknochen, wird das auch nochmal aufgetragen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wie ihr seht, ist es ja doch schon ziemlich hart. Ich hoffe, das Licht blendet jetzt nicht zu doll. Aber wahrscheinlich. Naja, gut. Auf der einen Seite ist es natürlich ziemlich doll und das ist jetzt auch leicht übertrieben. Ne? Ich wollte euch jetzt eigentlich auch nur zeigen, wie das aussehen kann. Dass wir wirklich die Stirn optisch ein bisschen kleiner machen, obwohl ich schon eine kleine Stirn habe, wie ich finde. Die Nase neu definieren können. Definieren, ist das richtig? Ich glaube schon. Ja, dass man das neu machen kann, dass sie wirklich schmal wirkt, was ja eigentlich zu mir nicht wirklich passt. Aber warum nicht?
Die Wangenknochen habe ich gehoben, dadurch, dass wir hier wirklich das gehighlightet haben und hier schöne Tiefe reingebracht haben. Genauso mit der Kinnpartie und meinem Kiefer. Dass wir das auch nochmal neu modelliert haben. Und ja, also man kann damit wirklich viel machen. Wie gesagt, ich bin keine gelernte Make-up-Artistin. Vielleicht habt ihr auch noch Tipps für mich, weil ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt perfekt gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüssi.